Richtung herleiten. Das B-Feld ist senkrecht zum Strom I und zu beiden ist die Kraft F senkrecht. Die magnetische Flussdichte ist definiert als B gleich F durch I mal L. Daraus kann man die Kraft F berechnen. F gleich I mal L mal B. Nun wechseln wir die Blickrichtung. In optischer Hinsicht schauen wir von oben auf die Anordnung. Die Magnetlinien durchstoßen dann von oben die Zeichenebene. Dies kennzeichnen wir durch die Kreuze. Inhaltlich interessieren wir uns für die Einzelkräfte auf die Elektronen, die sich mit der Geschwindigkeit V durch den Leiter bewegen. Die Stromstärke ist ein Fluss von n Stück Ladungen pro Zeiteinheit Delta T. Dafür wählen wir die Zeit, die ein Elektron für die Leiterstrecke L braucht. Dann gilt L durch Delta T gleich V. Nun ersetzen wir in der Formel für die Gesamtkraft F den Strom I. F gleich B mal N mal Q mal L durch Delta T. Dann ersetzen wir noch L durch Delta T durch V. Das ergibt insgesamt F gleich N mal Q mal V mal B. Die Kraft auf eine einzige Ladung wird Lorentzkraft genannt. Die Formel lautet F Lorentz gleich Q mal V mal B. Nehmen wir nun einmal an, ein Elektronenstrahl bewegt sich im Vakuum senkrecht zu einem homogenen Magnetfeld. Wie sieht dann die Bahn der Elektronen insgesamt aus? Genau diese Situation ist bei diesem Versuchsaufbau gegeben. Das Magnetfeld wird durch dieses Helmholtz-Spulenpaar erzeugt. Die Magnetrichtung ist zu ihnen hingerichtet. Darunter sehen Sie eine Glaskugel, in der sich ein verdünntes Leuchtgas befindet. Unten befindet sich die Elektronenkanone. Sie ist so gerichtet, dass der Elektronenstrahl die Kanone waagrecht verlässt. Wir überlegen uns jetzt die Richtung der Lorentzkraft. Der Daumen muss in die Richtung des technischen Stroms zeigen, also entgegengesetzt zum Elektronenstrahl. Das Magnetfeld zeigt zu Ihnen. Dann erhalten wir eine Lorentzkraft nach oben. Der Strahl muss also durch ein Magnetfeld nach oben abgelenkt werden. Der Leuchteffekt ist allerdings sehr gering, wir müssen das Studio abdunkeln. Im Augenblick ist kein Magnetfeld eingeschaltet, deshalb ist der Elektronenstrahl waagrecht. Nun lasse ich einen kleinen Strom durch das Helmholtz-Spulenpaar fließen. Der Strahl wird nach oben abgelenkt und nimmt die Form eines kleinen Kreisbogens an. Überlegen Sie sich, dass die Lorentzkraft an jeder Stelle des Strahls senkrecht auf der Bewegungsrichtung der Elektronen sein muss. Deshalb wird der Geschwindigkeitsbetrag der Elektronen sich nicht ändern, sondern lediglich die Richtung, in die die Elektronen weiterfliegen. Bei etwas größerem Magnetfeld wird der Krümmungsradius kleiner und bei geeignet großem Magnetfeld sehen wir sogar die gesamte Kreisbahn. Je größer das Magnetfeld, desto kleiner der Durchmesser der Kreisbahn. In der Kugel sehen Sie Markierungen mit einem Abstand von je 2 cm. Der Durchmesser der Kreisbahn beträgt im Augenblick 8 cm. Mit diesem Wert möchte ich eine Rechnung durchführen. Auf dem Bildschirm sehen Sie noch einmal den Versuchsaufbau. Unten die waagrecht liegende Elektronenkanone. Das Magnetfeld ist senkrecht zur Zeichenebene gerichtet und zwar von hinten nach vorne. Für eine Kreisbahn braucht man eine Zentripetalkraft. Diese Zentripetalkraft ist in unserem Fall die Lorentzkraft. Darunter sehen Sie die beiden Formeln. Jetzt haben wir eine tolle Chance, denn in dieser Gleichung ist uns alles bekannt, bis auf die Geschwindigkeit der Elektronen, und diese möchte ich jetzt ausrechnen. Dazu muss ich auf beiden Seiten ein V herauskürzen und dann die Gleichung nach dem verbliebenen V auf der rechten Seite auflösen. V ist gleich R mal E mal B durch M. Die Werte für die Elementarladung und für die Masse von Elektronen entnehme ich der Formelsammlung. Den Wert für B habe ich vorher nach der Formel für Helmholtz-Spulenpaare berechnet. Er beträgt 1 Millitesla. Und den Radius haben wir ja bestimmt, er beträgt 4 cm. Das ergibt dann insgesamt die unglaublich große Geschwindigkeit von 7 mal 10 hoch 6 Meter pro Sekunde.
Zur Lorentzkraft auf bewegte Ladungen findet man auch viele Anwendungen im Forschungsbereich. Hier sehen Sie ein Elektronenmikroskop, mit dem man die Oberfläche von Materialien sehr stark vergrößert zeigen kann. Die Auflösung übertrifft ein normales Lichtmikroskop bei weitem. Es gibt daneben einen anderen Typ von Elektronenmikroskop, bei dem ein Elektronenstrahl eine dünne Probe durchleuchtet. Hier sehen Sie den schematischen Aufbau eines solchen Elektronenmikroskops. Ganz unten befindet sich die Elektronenkanone, darüber Spulen, die magnetische Felder erzeugen. Die gesamte Röhre ist evakuiert. Durch eine Vakuumschleuse wird eine Probe in den Strahlengang gebracht. Die Magnetfelder verändern wegen der Lorentzkraft die Richtungen der Elektronenstrahlen. Das sieht dann ganz genauso aus, wie Linsen sichtbares Licht bündeln. Oben kann man auf einem Leuchtschirm das enorm vergrößerte Abbild der Probe betrachten. Die abbildende Eigenschaft von schnellen Elektronen beruht auf dem quantenmechanischen Effekt, der allen bewegten Teilchen auch eine Welleneigenschaft zuschreibt. Um quantenmechanische Effekte geht es auch im Deutschen Forschungsinstitut DESY in Hamburg. In einem unterirdischen Tunnel befinden sich zwei kreisförmige evakuierte Röhren von mehreren Kilometern Umfang. Darin werden geladene Teilchen wie Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Starke Magneten sorgen mittels der Lorentzkraft dafür, dass die geladenen Teilchen auf die Kreisbahn gezwungen werden. Bei einem Experiment der Elementarteilchenforschung lässt man Elektronen und ihre Antiteilchen, die Positronen, miteinander kollidieren. Dann zerstrahlen Paare von Teilchen und Antiteilchen in pure Energie. Auch beim nächsten Effekt spielt die Lorentzkraft eine Rolle. Der amerikanische Physiker Edwin Herbert Hall hatte folgende schlaue Idee. Wir betrachten ein stromdurchflossenes, quaderförmiges Leiterstück mit der Breite B. Wenn wir dieses Plättchen in ein Magnetfeld senkrecht zur vorderen Fläche eintauchen, dann erfahren die bewegten Elektronen eine Lorentzkraft. Nach der UVW-Regel werden die Elektronen nach links abgelenkt. In der Folge sind in der Nähe der linken Seitenfläche viele Elektronen zusammengedrängt, während in der Nähe der rechten Seitenfläche ein Elektronenmangel herrscht. Damit hat sich über die Breite B eine Spannung aufgebaut, eben die sogenannte Hall-Spannung UH. Für die Hall-Spannung kann man eine Formel herleiten. Wir nehmen an, dass die linke Fläche schon stark negativ geladen ist und wegen des Elektronenmangels die rechte Fläche positiv wirkt. Damit hat sich quer zur Stromrichtung ein elektrisches Feld gebildet. Alle Elektronen, die nun den Stromfluss bewirken, spüren zwei Kräfte. Die Lorentzkraft nach links und eine Kraft aufgrund des elektrischen Feldes nach rechts. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein. F Lorentz gleich F elektrisches Feld. Die Formeln dafür lauten E mal V mal groß B gleich E mal U Hall durch klein b. Diese Gleichung lösen wir nun nach der Hall-Spannung auf. U Hall ist gleich klein b mal V mal groß b. Bei konstantem Strom ist V konstant, b ist sowieso fest. Damit ist die Hall-Spannung ein direktes Maß für die magnetische Flussdichte groß b. Und hier sehen Sie den experimentellen Aufbau. Auf dieser Trägerplatte befindet sich ein Plättchen aus dem Halbleitermaterial Germanium. Über die beiden Kontakte oben und unten fließt ein konstanter Strom von 50 mA. Die beiden seitlichen Kontakte dienen dazu, um die Hall-Spannung zu messen. Diese Hall-Spannung wird mit diesem empfindlichen Messgerät dargestellt. Ohne äußeres Magnetfeld ist die Hall-Spannung 0. Jetzt lasse ich das Magnetfeld eines Stabmagneten wirken und wir bekommen eine deutliche Hall-Spannung. Ich kann nun das Magnetfeld dieses Stabmagneten vergleichen mit einem sehr kleinen modernen Magneten aus einer Speziallegierung Samarium-Kobalt. Vergleichen Sie hier die Hall-Spannung. Das ist ein deutlich höherer Wert. Nun wissen Sie, wie so eine Hall-Sonde funktioniert. An der Stirnfläche befindet sich ebenfalls ein Plättchen aus Halbleitermaterial. Und wenn man dort in der Nähe ein Magnetfeld hat, dann bekommt man ebenfalls eine Hall-Spannung, die auf dieser Skala in der Einheit
Millitesla angezeigt wird. Nun zu etwas ganz anderem. Physikalische Einheiten werden international festgelegt. In Deutschland kann man die exakten Definitionen in sogenannten DIN-Normen nachlesen. Die Einheit Ampere ist eine von 7 Basiseinheiten des international gültigen SI-Systems. SI steht für System International d'Unité. Die internationale Ampere-Definition bezieht sich auf 2 gerade parallele Leiter, die vom gleichen Strom in die gleiche Richtung durchflossen werden. Hier haben wir dazu einen einführenden Versuch. Die beiden Metallbänder sind in Parallelschaltung an eine Stromquelle angeschlossen. Unten ist der Pluspol, oben ist der Minuspol. Ich lasse jetzt einen kräftigen Strom fließen. Beobachten Sie die beiden Bänder. Noch einmal. Sie ziehen sich mit einer gewissen Kraft gegenseitig an. Wie kann man das erklären? Am besten betrachten Sie diesen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld des zweiten Leiters. Mit der rechten Handregel finde ich heraus, wie das Magnetfeld des zweiten Leiters gerichtet ist. Daumen in Stromrichtung, dann zeigen die Finger in Richtung des Magnetfeldes. Nun wechsle ich zum ersten Leiter und verwende die Drei-Finger-Regel. Daumen in Stromrichtung, zweiter Finger in Magnetfeldrichtung, dann zeigt der Mittelfinger, dass es tatsächlich eine anziehende Kraft gibt. Die Definition der Einheit 1 Ampere müssen Sie sich nun so vorstellen. Beide Leiter haben eine Länge von 1 Meter und auch einen Abstand von 1 Meter. Wenn dann die Kraft zwischen den beiden Leitern 2 mal 10 hoch minus 7 Newton beträgt, dann fließt durch jeden Leiter der Strom 1 Ampere. Eine der attraktivsten Abteilungen im Deutschen Museum in München ist die Abteilung für Hochspannungs- und Starkstromtechnik. Hier werden interessante Versuche vorgeführt. Einer davon ist die Kraftwirkung in parallelen Leitern, wenn im Gegensatz zu unserem Experiment die Stromrichtung in den Leitern entgegengesetzt gerichtet ist. Das Experiment wird mit einer Stromstärke von etwa 4000 Ampere durchgeführt. Die Kraft reicht aus, um ein großes Gewicht anzuheben. Zur Kraft auf bewegte Ladungen gibt es ein Naturphänomen, das für das Leben auf der Erde bedeutsam ist. Das Magnetfeld der Erde bietet uns nicht nur die Möglichkeit der Orientierung, sondern es schützt uns auch vor dem sogenannten Sonnenwind. Die Sonne sendet zur Erde nicht nur elektromagnetische Strahlung, darunter fällt auch das sichtbare Licht, sondern ebenso geladene Teilchen, eben diesen Sonnenwind. Stellen Sie sich vor, ein positives Teilchen trifft auf die Erde in Nähe des Äquators. Dann erfährt es durch das Magnetfeld der Erde eine ablenkende Kraft, Zeigefinger in Richtung des Magnetfeldes. Die Kraft seitlich sorgt dafür, dass der Sonnenwind von der Erde abgelenkt wird. Anders ist es in der Nähe der Pole. Dort ist die Bewegungsrichtung der Teilchen parallel zum Magnetfeld der Erde und deshalb gibt es dort keine Ablenkung. Es kommt deshalb zum Phänomen der sogenannten Polarlichter. Ich möchte mich von Ihnen schon verabschieden, bevor wir uns dieses Phänomen in der Nähe der Pole ansehen. An den Polen der Erde verlaufen die Magnetlinien senkrecht in den Erdboden. Deshalb kann man in der Nähe von Nord- und Südpol nachts oft Polarlichter sehen. Schauer geladener Teilchen von der Sonne werden an den Polen nicht zur Seite abgelenkt und dringen in die Atmosphäre ein. Aufgrund ihrer hohen Bewegungsenergie regen sie Luftmoleküle zum Leuchten an. Complaints about solar flares, except that is when they disrupt our favorite radio and television programs. But solar flares do have their compensations, and the sight of an aurora is certainly one. These are the northern lights, the aurora borealis. They're best seen near the poles. These were filmed at a research base in North Alaska.
These ghostly, flickering curtains, seen moving at their real speed, are caused by charged particles called electrons that started life in solar flares. The electrons travel to Earth in what's known as the solar wind.